Wieder Zunderschwamm und Blutekel. Ich versuche mein Bestes. Verschlossene Türe. Da ist wieder ein Fass, das wir aufmachen können. Hier ist der Ausgang. Armbrust. Stollen. Falsch. Armbrust endet auf T und nicht auf ST. Ha. Naja, hast du recht, also. Tunnel. Lugosch. Zählen Namen denn überhaupt als Wörter? Hä? Natürlich sind Namen Wörter. Was denn sonst? Also, Lugosch. Hartholz, Trennbolzen. Naturhöhlenerkundungstrupp. Prallwandbefestigungsholz. Sargenerweiterungswerkzeug. Geröllverdichtungsstampfer. Rampenseitenverstärkungsstrebe. Erdhub-Abraumlagerstätte. Enkeltochter Geburtstagsfeierkuchenstück. Kreuzverstrebungsmittelstein. Nietenlederwams. Squire. Okay, jetzt fangen Sie von vorne an. Stoll. Falsch. Armbrust endet auf T und nicht auf ST. Also ja, das Spiel ist ganz einfach. Man sagt ein Wort und der Nächste muss ein Wort sagen, das mit dem Buchstaben beginnt, mit dem das andere Wort geendet hat. Nur mal so zur kurzen Erklärung. Oh, Stahl und koscher Stahl. Oh, hallo. Habt ihr mich gerade angeschaut? Was ist euch denn? Ihr seht nicht so glücklich aus. Kann man euch irgendwie helfen? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, oder doch? Das müsst ihr wissen, aber wenn es etwas gibt, dann umreißt es doch einfach kurz. Ich interessiere mich sehr für Familiengeschichten. Wo drückt denn der Schuh? Na gut, meine anderen drei Schwestern mögen mich nicht, glaube ich. Unsere gute Mutter vererbte uns als vier wundervolle Schmuckstücke. Doch nun bekam jede nicht das, was sie am liebsten mag. Die anderen drei reden nicht mehr mit mir und ich traue mich auch nicht, sie zu fragen, ob wir nicht tauschen können. Und auch niemand meiner anderen Schwestern ist je zu mir gekommen. Tja, jetzt hat jede von uns ein Schmuckstück, das sie nicht besonders mag und begehrt eines, das sie nicht hat. Zumindest ist das bei mir der Fall. Eigentlich weiß ich auch gar nicht, warum ich euch das erzähle. Ich rede doch sonst nie offen mit Fremden. Vielleicht nun, auf euch hören sie vielleicht eher als auf mich. Na, da habe ich schon ganz andere Drachen besiegt. Lass mich das mal regeln. Nein, Familienangelegenheiten und Erbstreitigkeiten sind mir ein heißes Pflaster. Tut mir leid, aber seid nicht schüchtern und redet mit euren Schwestern. Nee, helfen wir mal. Oh fein, hoffentlich keifen sie euch nicht so sehr an. Ihr solltet mir am besten noch euer Erbstück überlassen, damit ich es bei euren Schwestern eintauschen kann. Menschenkenntnis bueno ihr. Die schüchterne Diota macht den Eindruck, nicht den ersten Schritt machen zu wollen. Zwar kommentiert sie nicht, welche ihrer Schwestern wohl am ehesten tauschen würde, aber bei dem Thema schweifen ihre Blicke zu der Gegend, wo Darelita wohnt. Nein, oder? Doch, ihr könntet von einer meiner Schwestern gesandt worden sein, um mich zu bestehen. Ich gebe mein Erbstück nur für das Schmuckstück her, das ich schon immer wollte. Welches Schmuckstück wünscht ihr euch denn? Ich möchte gern die Ohrringe haben. Darelita hat sie. Dafür würde ich euch dann die Halskette geben. Ja, so wäre es mir recht. Dann auf bald, kleine Zwergin. Also ja, vertauschte Erbstücke. Die vier Schwestern Groschna, Marimorscha waren schon immer derart verstritten, dass sie kein Wort miteinander sprachen. Ihre Mutter schmerzte das sehr und sie beschloss den Schwestern zwar ihre Schmuckstücke zu vererben, aber keiner das, was sie sich von Herzen wünschte.
So waren sie gezwungen, miteinander zu verhandeln eigentlich, denn der Plan der verstorbenen Mutter ging nicht auf. Die Schwestern schweigen sich nun immer noch aus. Nun liegt es an mir, sie zum Tauschen der Schmuckstücke zu bewegen. Finde eine tauschwillige Schwester. Ich muss eine der Schwestern finden, die bereit ist, ihr Erbstück herzugeben, damit ich es dann bei einer anderen von ihnen eintauschen kann. Garage. Trete doch näher. Na, Herr Steiger, schon einen Schatz gefunden oder macht Grab die hier so? Ihr interessiert euch für den Bergbau, findet ihr nicht auch, dass es kaum eine erfüllendere Arbeit geben kann, als sich in der Dunkelheit der Erde durch das Gestein zu graben? Hier stoßen wir Angrosch mit den Schoß der Erde vor. Nirgends fühlt man Angroschs Atem mehr als hier unter den Bergen. Die tiefen Gesteine strahlen seine Macht aus, dass einem der Atem stocken mag. Spürt ihr es auch? Ja, jetzt wo ihr es erwähnt, spüre ich es auch. Ich könnte für immer hier unten verweilen. So, die Masse an Stein und Erde erdrücken mich eher. Ich werde froh sein, wenn ich endlich wieder Sonnenlicht sehe und frischen Wind atmen kann. Das Problem ist, ich bin auch ein Zwerg, also eher das Erste. Es ist wundervoll und erfüllend, nicht wahr? Wer würde woanders leben wollen, wenn er hier leben kann? Ach ja, aber ich kann euch vielleicht noch irgendwie helfen. Schon gut, lebt wohl. Also der hat uns nichts Besonderes zu sagen. Noch eine verschlossene Truhe. Ich sollte erst warten, bis die abgeklungen sind. Schlösser knacken. Ja, Schwert um 20. Also ja, da sollten wir vielleicht mal einen Dietrich verwenden. So. Einen Punkt haben wir doch nur verbrauchen müssen, weil wir einen guten Wurf hatten. Aber trotzdem ist es praktischer, den Dietrich zu haben. Ach, dunkle Lederhosen und ein Spitzhut, also auch wieder nichts Besonderes. Ja, hier ist Fadelika Groschner Marimoscha. Hammer und Pickel, das war wieder eine Arbeitsschicht. Mein armes Kreuz. Ihr seid ein Grubenbauer? Da könnt ihr einen drauf heben. Wir Grubenbauer graben in der Erde nach Bodenschätzen, vor allem nach Metallen, die unser Handwerk dann weiterverarbeiten. Ich bin Lulosch, Sohn des Olmar. Ach, nichts mehr später, okay. Ja, und hier ist Frederika. Oh, herrje, ihr seid wohl neu in Murolosch. Und ich habe gar nicht meine Haare zurechtgemacht. Nicht Frederika, Fadelika. Ich weiß von den vertauschten Erbstücken. Würdet ihr mir denn euer Erbstück geben, damit ich es bei anderen eintauschen kann? Bestimmt nicht. Meine Schwestern haben sich doch verschworen, um mich zu übervorteilen und schicken nun euch Maskerade. Ich gebe mein Erbstück nicht her. Nur wenn ihr mir zuerst das Schmuckstück bringt, das ich haben will. Und welches Schmuckstück wünscht sich die Dame? Ich will Mutters Ring, den hat aber die Verräterin Felika erhalten. Nur für den Ring gebe ich euch meinen Armreif, den Darelita haben will. Okay. So sieht man sich wieder. Könnt ihr mir einige Fragen zu euren Schwestern beantworten, wenn es sein muss? Wisst ihr denn, welche Schwestern welches Schmuckstück haben wollen? Wie heißen eure Schwestern nochmal? Darelita, die Blödbardin, die dumme Diota und Felika, die Aufschneiderin. Ich habe noch andere Fragen. Wisst ihr denn, welche Schwester welches Schmuckstück haben möchte? Ich will den Ring. Diese Dalita möchte gern den Armreif haben, den ich habe. Aber hey, hey, die dumme Diota will die Ohrringe. Und Felika hat es auf die Halskette abgesehen. Wie war das mit den Abstücken zum... Nochmal, ich habe wohl nicht zugehört. Jede von uns hat ein Schmuckstück, möchte aber eigentlich ein anderes haben. Ja. Das kennen wir schon gut, bis bald. Lassen wir sie mal in Ruhe. Und kümmern uns weiter um das Zeug hier. Giftzahn und Gruftasselaugen. Warum auch immer Gruft. Schon etwas gefunden, werte Dame. Ich schaue noch. Habt ihr noch mehr als das, was ich hier sehe?
können hier die Treppe hoch, wir können aber auch hier runter. Außer Gwendala, die will nicht hier runter. Und hier ist eine Bergwerkwache. Das heißt, hier geht's wohl ins Bergwerk. Halt! Dieser Stollen ist gesperrt. Zu eurer eigenen Sicherheit dürft ihr hier nicht passieren. Nun gut, okay. Das heißt, wir gehen zurück. Hier kommen wir nicht lang. Das heißt, wir gehen die Treppe hoch. Ich werde jetzt einfach mal die äußeren beiden Ringe komplett erkunden, bevor ich mir den inneren Ring vornehme, wo eigentlich das ganze gesellige Geschäft ist. Zum Angrosch-Tempel wahrscheinlich. Das ist ein Schachtfeger. Also man merkt, viele Bergwerkzwerge hier. Ihr weiter Lugosch steht hier. Hallo. Wer ist da? Ich kann euch kaum sehen. Ich stehe doch genau vor euch. Wer seid ihr? Nun, Bursche, ich bin Endosch, Sohn des Etoschgrim. Einer der Schachtfeger von Molosch. Ich mache eine kurze Pause. Unsere Schicht ist gerade zu Ende. Nach der anstrengenden Arbeit habe ich mir ein Bierchen wirklich verdient. Meint ihr nicht? Ach nichts, lebt wohl. Okay. In den Tempel kommen wir wohl auch gerade nicht rein. Garoschem und willkommen unter dem Segen Angroschs. Kann ich euch helfen? Nein, schon gut. Also wir kommen wohl nicht in den Tempel. Nein. Ist gut, dann haben wir wieder einen Ort weniger, den wir erkunden müssen. Und ja, der Kran sieht cool aus. Damit kann man wirklich in so einen, wenn man so einen zentralen Raum baut, so rund und so, kann man wirklich mit dem Kran hier alles von A nach B transportieren. Ambosse. Das ist der untere Ring. Den wollten wir am Schluss angehen. Das heißt, wir können nur hier hochgehen. Das Fass hier zerdeppern. Ich versuche mein Bestes. Wieder eine verschlossene Truhe und eine Kiste zum Einschlagen. Ein Gras, was in der Luft schwebt. Wieder Blutegel und Zunderschwamm. Ach, und hier können wir gar nicht weiter. Okay. Auch wieder erschwert. Ja, das hat geklappt. Ah, Flügelhelm und dunkle Lederhose. Noch eine dunkle Lederhose und eine Sturmhaube. Langsam haben wir sehr viel Zeug, was wir dann verkaufen können. Also wir haben jetzt erstmal keine Wahl, als kurz in den unteren Ring zu gehen. Aber erst... Ja, ich bin erfreut, dass ihr meiner Einladung nachgekommen seid, werte Salina. Eure Kunst wird ein helles Licht nach Muralos bringen. Und ignorieren erstmal alle hier.
Gibt's auf der Seite einen? Gab's auf der Seite den Weg hoch, den wir gegangen sind? Nee, hier gab's nur Wasser. Salina, da unten lassen wir jetzt mal reden. Die werden garantiert das ganze Gelaber nochmal wiederholen. Dann war's hier, wo bin ich? Genau. Hier ist noch der Grubenbauer Cham und Darelita. Hm.